Guten Morgen, meine Jungs. Ich schneide gerade noch den Vlog von vorgestern hier. Wir sind aber mittlerweile auf Île de Ré. Das ist eben die Insel hier, wo wir gleich heute hier zum ersten Mal irgendwie kiten lernen werden. Keine Ahnung, wir schaffen werden. Wir sind ja auf jeden Fall eben bei der Familie von meinem Onkel. Gestern habe ich ja ausgesetzt mit dem Vlog, aber ich habe trotzdem ein bisschen was gefilmt und das kommt jetzt. Hier haben wir übernachtet, da vorne oben, wo diese Flaggen sind. Das war eigentlich ein ganz cooles Hotel, oder? Auf jeden Fall, ja, war sehr schick. Die haben sich auch sehr gefreut, als wir das Auto gesehen haben, weil die durften die Schlüssel ja behalten und das umparken. Ja, stimmt. Heute Morgen hat mich gefragt, ja, wollen Sie jetzt Ihr Auto haben und so? Und dann habe ich so gesagt, nee, jetzt noch nicht. Und dann die so, ja, wir haben das ja heute Nacht umgeparkt und so. Oder heute Morgen. Und ich so, ja, und hat Spaß gemacht. Die so, ich habe mich nicht getraut und so. Und dann hat das irgendein anderer Mann gemacht. So. Voll witzig. Das ist auf jeden Fall der Strand. In Dinard sind wir. Das ist französisch für Dena. Also deswegen ist auch irgendwie ganz cool hier. Ich weiß nicht, ob man das da hin in der Ecke sehen kann. Da waren wir, das habt ihr im letzten Video gesehen, waren wir in Saint-Malo oder Malo. Ich spreche immer alles falsch aus Französisch. Und es ist eigentlich alles ganz nice. Gestern hatten wir einen mega geilen Crepe. Jetzt hier zum Frühstücken nicht ganz so geilen Crepe. Aber Crepe ist eigentlich schon schön. Ultra viel hier los. Ich dachte tatsächlich, die Saint-Malo ist so dieses Zentrum und hier ist so gar nichts mehr. So ein aber hier ist aber auch halt richtig schön, ne? Und auch ein richtig schöner Ort. Aber heute vlog ich ja nicht. Heute mache ich Urlaub. Heute chillen wir beide. Heute fahren wir noch 400 Kilometer, um da zu sein, wo wir uns jetzt wiedersehen. Halt's Maul, ey. Ja, wir sehen uns dann. Ich wundere euch vielleicht noch, warum er den Hut hier Den habe ich sogar genau da gekauft. Ah, okay. Aber ja, das ist der Hut auf Vater, liegt auch an dem, was wir gestern gemacht haben. Weil wir sind natürlich auch wieder offen gefahren mit dem Cabrio ein paar Stunden lang. Und die Sonne hat dem Stefan nicht so gut getan. Aber wir mussten halt auch offen fahren, weil die Straßen waren teilweise einfach so geil. Dann haben wir noch einen kurzen Zwischenstopp in Nantes gemacht, warum auch immer ein rundes Fußballfeld hatten. Parking da. Pizza gab es da noch ein bisschen weiter gefahren. Insgesamt sind wir gestern, glaube ich, 5 Stunden gefahren. Am Ende eben über eine 16-Euro-Mautbrücke. Und das ist jetzt eben die Île de Ré, wo wir bei meinem Onkel sind. Also, der wohnt ja nicht, er ist ja auch nur im Urlaub, aber wir sind eben eingeladen worden von ihm. Sehr nett. Und ja, er und meine Cousine können schon Kitesurfen. Wir können das noch nicht so wirklich. Wir haben so ein Beginnerkursbuch bekommen. Ich denke gerade, wir kommen jetzt angelaufen, nur mit deinem Hut. Sag mal hier, Boss war erstmal, ne? Also mal schauen, ob das was wird. Wir haben uns auf jeden Fall schon sagen lassen, dass es nicht so einfach sein soll. Also am ersten Tag ist es wohl gut, wenn man überhaupt schon ein bisschen den Drachen so lenken kann, ordentlich und so weiter. Und da hat man vielleicht noch gar nicht das Kite unten drunter. So langsam wird es ernst. Hier vorne bekommen wir unsere Sachen. Ja, passt eigentlich so, oder? Kannst du losgehen? Geh los. Bist du überhaupt Stefan? Also das ist irgendwie das Equipment, was wir sozusagen brauchen. Irgendwie werden die halt hier sozusagen mit festgemacht am Kite. Und dann lenkt man das plötzlich noch mit der Hand. Stefan, keine Ahnung, kriegen wir das irgendwie ja. Das Ding ist auch, wie man sehen kann, ist ja der Strand geht sozusagen gar nicht direkt ins Meer, sondern gerade das Ebbe. Das heißt, wir werden mit dem Boot rausfahren und irgendwo ganz draußen das Kiten lernen. Weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Stefan, bitte einfach nicht untergehen, okay? Wir sind mir doch sicher, dass das gut geht, Eva. Okay, Leute, da bin ich jetzt mitten im Meer und soll 5 Minuten diesen Drachen hier irgendwie über mir halten. Ihr könnt euch vorstellen, das kann ich euch nicht ganz so gut füllen. Wir haben ziemlich wenig Wind leider. Die anderen, die mit uns im Boot fahren, haben wir schon ein bisschen Erfahrung, aber die haben es auch gar nicht richtig hinbekommen zu fahren. Unser Lehrer meinte auch, das wird ziemlich schwierig. Und diese riesige Quallen hier im Meer. Ich hoffe einfach nur, ich hoffe, dass hier irgendwie halbwegs. Und eigentlich macht man beim ersten Tag auch noch nicht viel mehr, außer hier so ein bisschen den Drachen versuchen über dir zu halten, was sich leicht anhört. Aber die anderen haben es auch noch nicht ganz geschafft. Mir ist ja bisher noch kein Eis gefallen, was ist denn geflogen?
weiß, wie ich das mache. Irgendwie ist das ganz gut. Okay, wenn das in der Luft halten 5 Minuten wirklich funktioniert hat, was es hat, sondern ein bisschen bewegen, also probiere ich das hier mal. Huiuiui. Ah, ja, oh. Ui, ah. Ja, gerettet. Oh, das zieht ganz schön. Nach 15 Minuten Wasser und jetzt geschafft. Ich soll eine Möglichkeit finden, wohlgemerkt immer ohne Bord, in die Richtung zu kommen mit dem Kite. Oh, aber ich komme ein bisschen vorwärts. Es geht wirklich. Da muss ich immer so. Oh, Internet. Da muss ich immer so eine Schlacht. In den Schleif reinbekommen und dann kommen wir vorwärts, dann kommen wir raus ins Gesicht. Schau mal Leute, ich hab die Haare von Simon Unge gefunden. Also kommen wir näher. Ja. Okay, wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt mein Boot, also ich sag mal Boot, aber das Brett hier, das Schwierige ist gerade, mit einer Hand das Kite zu steuern, mit der anderen eben das Brett herzubekommen. Man hat auch keine richtige Bindung wie jetzt bei Snowboards oder so, sondern halt schlüpft dann nur so rein. Ich bin in der misslichen Lage. Da am Unterleib. Oh. Das tut langsam ziemlich weh. Ich schaffe es aber nicht aufs Board rauszukommen. Das ist eine ganz kurze Sicherheitsleine. Und ich werde die ganze Zeit verbrachen, egal ob in der Luft ist oder so, im Wasser, im Bärenswasser, kriege ich ihn gar nicht. Der zieht mich die ganze Zeit voran. Das Board will immer zurückbleiben. Und so kriegst du dich vor meine Füße. Oh, da außen tut es weh. Ich will das irgendwie schaffen hier. Jetzt halte ich einmal ganz kurz. Und da hatte ich dann hier mein Board. Die Leine von meinem Bord mit der vom Drachen hier irgendwie verhakt. Ich werde nichts mehr machen. Sonne geht noch was, muss irgendwann 3 Stunden lang auf dem Meer. Stefans Kai bringt jetzt auch wieder zurück an Land. Er ist ein kleiner bisschen seekrank geworden. Lag vielleicht damit zusammen, dass er eben jetzt schon so einen Sonnenstich so ein bisschen hatte. Alles zusammen. Heute zu viel für ihn, morgen ist er wieder dabei. Wir haben es tatsächlich überlebt. Wir sind wieder an Land. Die Sonne geht langsam da hinunter. Über 3 Stunden waren wir jetzt da irgendwo da draußen im Meer. Man sieht das nicht mal, aber irgendwo da hinten muss das ein Leuchtturm sein. Da draußen waren wir mit einer Gefahrenwache getrieben. Ich weiß, war auf jeden Fall ziemlich cool, aber auch ziemlich anstrengend. Und jetzt geht's erstmal mit dem Fahrrad zurück nach Hause und mal gucken, was Stefan so gemacht hat. Ja, und die Dinger da, die verschieden sind. Wow! Wir wollen es gerade sagen. Okay. Ist das eine Gangschaltung? Es gibt auch eine Gangschaltung. Wo? Hier, achso, die Anzeige ist weg. Ah. Mir wurde gerade gesagt, weder die Vorder- noch die Hinterradbremse gehe ich. Die Anschaltung sieht man nicht mehr. Aber danke, Papa. Alles klar. Ich bin gerade fast überfahren worden. Was ist das für ein Tag heute? Ihr seht, es ist dunkel geworden. Wir haben gerade noch alle zusammen Abend gegessen, also mit der Familie von meinem Onkel. War richtig witzig auf jeden Fall. Wir haben die ganze Zeit nur über diese Trainerin gesprochen. Die sollte uns ja Kitefahren beibringen. Und im Endeffekt hat sie nur gesagt, noch links, noch rechts. Wie beim Auto, aber nicht ganz wie beim Auto. Ja. Und dann hat sie uns in den Ozean reingedroppt. Wirklich reingeworfen. Und dann haben wir da, also ich hab das jetzt, während ich im Wasser saß, dachte ich halt, das ist eigentlich ganz normal. Aber uns haben wir halt noch gerade eben noch alle erzählt, nee, das ist nicht normal. Normalerweise wird einem das richtig beigebracht. Normalerweise macht man es auch am Strand und dann guckt dann die ganze Zeit jemand, ob man es richtig macht oder nicht. Ja. Wir haben auch gar kein Feedback bekommen, ob wir es gerade richtig machen oder falsch machen. Ja. Und dann waren wir auch nicht 5 Minuten drin, sondern wir saßen wirklich eine halbe Stunde im Wasser, immer bis sie wiederkamen. So, wenn wir irgendein Problem gehabt hätten, wir wären einfach ertrunken. Ja.
Das heißt, wir können gerade sehr froh sein, dass wir beide dass noch, wir noch leben. Aber es war trotzdem sehr witzig. Da habe die ganze Zeit Französisch rumgeschimpft. Auch bevor Stefan und ich irgendwas gemacht haben. Wir waren auch mit anderen im Boot, auch mit so zwei Französinnen, die wir nicht kannten, die eigentlich schon gut fahren konnten. Aber auch die haben, weil der Wind schwach war, den Kite erst nicht in Luft bekommen. Und da ist sie immer richtig sauer gewesen, Alter. Was hat die noch gesagt? Die war immer, diese erste Reaktion war so, oh shit! Mann, shit, so sacre bleu! Ach, Gott, verdammt! Das war jetzt holländisch. Es gab auch noch eine andere Gruppe, die war so am Horizont und die hatten 5 Kites in der Luft. Das hat die richtig aufgeregt, so, dass sie die Scheißgruppe bekommen hat. Da drüben läuft alles und hier, was soll das? Auch noch einen, der schlecht ist. Auch noch so ein Mega-Opfer an Bord, Alter. Ja, genau, das habe ich noch gar nicht gesagt, Leute. Stefan ist halt leider zwischendurch ein bisschen schlecht geworden, ne? Ja. Also irgendwann ging es wirklich gar nicht mehr. In Kombination einfach mit 3 oder 4 Tage jetzt voller Sonne ist mein Körper da einfach ein bisschen überfordert mit meiner blassen Haut und meinen roten Haaren. Ihr habt das halt im Video auch nicht ganz gesehen, aber wir waren halt 1,5 Stunden, bevor wir zum ersten Mal im Wasser waren, waren wir 1,5 Stunden, sind wir da einfach mitgefahren. Und auf so einem Pipi-Schlauchboot, ne? Und mit dem Ozean. Mit 100 über den Highway da gebrettert. Ey, und wir da drauf. Ja, ja, genau so war. Ja, wirklich. Ich habe immer zu dir rüber geguckt, ich dachte, Alter, der fliegt gleich runter. Hier ab, ey. Und man musste immer mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand musste man die Kamera immer so drehen und dann war immer so, okay, jetzt kann ich drehen. Ja, genau. Also all die Bilder, die ihr gesehen habt, wir hatten die Kamera am Handgelenk befestigt und musste so immer einen günstigen Moment ausnutzen, so ein paar Sekunden, um schnell mit der einen Hand zur anderen Hand hinzugehen und kurz die Kamera rumzudrehen. Aber ich muss sagen, trotz all dem hat es mega Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Ich bin jetzt zwar noch nicht richtig gefahren, aber ich kann jetzt den Kite ordentlich steuern. Ich weiß ungefähr, wie ich das Brett ranbekomme. Für morgen wollen wir dann nochmal an einer anderen Stelle wahrscheinlich lernen, wenn wir irgendwo einen anderen Platz da bekommen. Deswegen sind wir überhaupt erst zu denen gegangen. Eigentlich war unsere Cousine nämlich auch schon bei einer anderen Schule vorher. Und die ist wohl eigentlich viel, viel besser gewesen. Sie hatten jetzt noch keinen Platz mehr frei. Also mal schauen, ob das geht. Wir wollen es auf jeden Fall noch lernen. Allein das, was wir jetzt schon gemacht haben. Ich fand schon den Moment, wenn man dann den Kite in der Luft hatte und gesehen hat, wie er da oben so gekreist ist und man das so alles so halbwegs hinbekommen hat, das allein war schon ziemlich cool. Sieht schon echt schön aus hier. Wir sind jetzt gerade nochmal zum Hafen gelaufen und beziehungsweise hier hinter uns ist eben wieder der Atlantik und hier über uns eben die Sterne. Ich weiß nicht, ob ihr es mit dem Objektiv hier erkennen könnt. Die Sterne zeige ich euch später nochmal. Für heute war es auf jeden Fall von uns beiden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Falls ja, checkt auch Stefans Vlog aus. Drückt hier den Daumen nach oben und dann sehen wir uns übermorgen wieder zum nächsten Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao!